Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute nehme ich das dritte N64-Spiel, von dem ich rechne ja mit dem N64 Mini, dass das demnächst irgendwann angekündigt wird. Das ist das dritte Spiel nach Mario 64, Mario Kart 64. Das dritte, von dem ich fest davon ausgehe, dass es in dieser Liste drin sein wird. Beim SNES Mini war ja auch F-Zero mit drauf. Ein schönes Spiel. Das ist das mit diesem Beschleunigungsfallen, futuristische Strecken. Und auf der Strecke verteilt sind Pfeile. Wenn man da drüber fährt, dann beschleunigt man. Ein kurzes Stück hat auch diese Streifen, die erneuern ja, die Schildenergie oder was auch immer das sein soll. Macht Spaß. Man macht Rennen gegen andere Fahrer, gegen sehr große Fahrerfelder. Nur schade, dass man immer vom Letzten startet. Aber ansonsten super Highspeed-Action im schnellen Technik-Racer aller Zeiten. Spannende Duelle mit deinen Freunden. Im Vier-Spieler-Modus. Ja, der N64 hatte ja vier Controller-Anschlüsse, also am Gerät schon dran. Mehr als 30 krasse Kurse und so weiter. Fünf Modi: Grand Prix, Time Attack, Dash Race, Versus Battle und Practice. Mit modernem Speicher zum Sichern der Erfolge und Highscores. Ach, Modul intern im Speicher. Hilfe, ich habe doch schon die Brille auf, weil das ist hier so eine weiße Schrift aus so einem gelben Untergrund, da kann ich das nicht so gut lesen. Realistische Spezialeffekte durch das Rumble Pack separat erhältlich. Ja, das ist die N64, die hat ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist ja in den Geräten schon integriert, dieses Rumblen. Und damals war das doch so, dass man dieses Rumble Pack in den Controller, das war wie so eine, da kamen auch Memory Cards rein, die hat man in den Controller reingeschoben, in das Rumble Pack, das hat sich aber nicht den Strom aus dem Controller geholt, sondern da mussten noch Batterien rein. Ja, ich habe sie irgendwo rumfliegen. Ja, ich finde das jetzt aber nicht so spannend. Es wäre vielleicht praktischer gewesen, wenn sich das Rumble Pack, wenn es doch schon am Controller angeschlossen wird, den Strom aus dem Controller holt. Aber sei es drum. Ja, mir hat großen Spaß gemacht. Ich kann ja mal die Packung aufmachen. Da sieht man hier die Bedienungsanleitung, wenn ich das weiter rausziehe, natürlich auch das Modul. Eines der wenigen original verpackten Spiele, die ich habe. Wiegt sogar ein bisschen was. Vielleicht durch die Batterie, ich weiß es nicht. 25 Euro. Meine Güte, habe ich mich in Unkosten geschützt. 99 D-Mark 95. BAL-Version. Dieses Qualitätssiegel ist die Garantie dafür, dass Sie Nintendo-Qualität gekauft haben. Achten Sie deshalb immer auf dieses Siegel, wenn Sie Spiele oder Zubehör kaufen, damit Sie sicher sind, dass Nintendo auch die Gebühren dafür einkassiert. Dass alles einwandfrei zu Ihrem Nintendo 64 passt. Gab es mal irgendwas im Laden zu kaufen? Ja, vielleicht aus China. Kann ja auch sein, dass man auf eBay guckt und dann aus China. Und dann bestellt man sich irgend so ein Teil und dann ja, ist das nicht von Nintendo lizenziert. Und dann raucht einem plötzlich die Konsole ab. Und Nintendo sagt dann, ja, lass mir wasch. Ja, das war alles. Das war jetzt F-Zero. Ich habe da noch ein paar andere Spiele stehen. Das wäre dieses N64 Classic Mini, wäre allein schon deswegen besser für mich. Wegen der Wii, Super Nintendo und NES. Für HDMI. Und die Bildqualität, wenn die dann besser ist. Ob man allerdings jetzt aus diesen alten Spielen, vielleicht dauert es auch deswegen so lange. Weil ja, ich meine, Ocarina of Time 3D, was ich für den 3DS habe, sieht auch besser aus. Von der Grafik her ist auch besser geworden. Also haben die aufgewertet, grafisch. So könnte ich mir vorstellen, dass die diese Spiele dann nehmen und dann auch grafisch aufwerten, weil diese Klotz- und Kantengrafik, die kann man sich heutzutage ja nicht mehr so wirklich antun. Aber nichtsdestotrotz, das war auch ein schönes Spiel. Mal gucken, womit ich nächstes Mal fort war. Ein paar N64-Spiele habe ich ja noch, die ich vermutlich, wo ich vermuten würde, dass sie in der N64 Mini vorkommen würden. Aber das dauert zu lange jetzt, das Video. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Und hofft, drückt mal die Daumen, dass das N64 Mini rauskommt. Und dass es nicht utopisch teuer wird, weil der Controller ist ja doch größer als so ein SNES-Controller und so. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.